geht es um den Trick High Five oder gib mir 5. Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Organizer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Trick-Tutorial. Die kommen nämlich besonders gut bei euch an und ihr mögt die sehr. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch heute einen der Basic-Tricks zeigen. Voraussetzung dafür ist, dass der Hund schon Pfötchen geben kann. Das habe ich euch hier oben nochmal verlinkt. Da gibt es nämlich schon ein Video, wie wir erklären, wie ihr auch ihm beibringen könnt, das Pfötchen zu geben. Und aus dem Pfötchen geben kann man dem Hund dann nämlich das sogenannte High Five beibringen. Also, dass der Hund euch quasi 5 einschlägt. Die Übung ist eigentlich relativ einfach, wenn der Hund das Pfötchen geben schon kann. Und ich zeige euch direkt, wie das funktioniert. Der Unterschied zwischen Pfötchen geben und High Five ist ja, dass ich beim Pfötchen geben die Hand so hinhalte und der Hund die Pfote so drauf legt. Und beim High Five mache ich die Pfote so und der Hund hält waagerecht dagegen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin und halte meinem Hund die Hand waagerecht hin. Und als Trick drehe ich dann einfach meine Hand so rum. Für den Hund ist es also nach wie vor waagerecht. Ich habe aber die Möglichkeit, langsam meine Hand etwas nach oben zu machen und den Hund langsam daran zu gewöhnen, dass sich diese Handposition verändert. Und irgendwann ist die Hand dann ganz waagerecht und mein Hund kann den Trick anfangen. Ich hoffe, das Trick-Tutorial hat euch geholfen und euer Hund hat ganz schnell gelernt, wie man High Five macht. Wir würden uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ihr natürlich mehr Trick-Tutorials haben wollt, dann sehr gerne in unserer Playlist zum Thema Tricks oder aber auf unserer Website dogenizer.de gibt es einen Trickkurs, den ihr buchen könnt. Da kriegt ihr wahnsinnig viele tolle Trick-Tutorials, alle mit Video ganz kleinschrittig erklärt, eine Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen. Das heißt, wo ihr Videos einstellen könnt, die wir dann bearbeiten. Also für alle, die gerne Tricks mit ihren Hunden machen, ist dieser Online-Kurs total super. Schaut doch gerne mal rein und ich freue mich auf euch im Trickkurs. Bis dahin, tschüss!